Benutzt du Microsoft Remote Desktop am Mac? Dann habe ich für dich einen wichtigen Hinweis und einen nützlichen Tipp. Mit Microsoft Remote Desktop kannst du über einen Mac einen Windows-Computer fernsteuern. Dazu öffnest du einfach die App und verbindest dich per Doppelklick mit dem gewünschten Computer. Falls du noch Microsoft Remote Desktop 8 verwendest, dann hier ein wichtiger Hinweis. Ende 2018 hat nämlich Microsoft verkündet, dass diese Version 8 nicht mehr weiterentwickelt wird. Das heißt, es gibt keine Sicherheitsupdates mehr und die App verschwindet über kurz oder lang aus dem Mac App Store. Aber wenn du im App Store nach Microsoft Remote Desktop suchst, dann findest du zwei kostenlose Apps von Microsoft. Einmal die ältere Version 8, die wurde tatsächlich seit Monaten nicht mehr aktualisiert. Und den Microsoft Remote Desktop 10. Das ist der offizielle Nachfolger der Version 8, den Microsoft aktiv entwickelt. Übrigens, du kannst beide Versionen auch parallel installieren. Die neuere Version 10 erscheint dann im Unterverzeichnis Microsoft Remote Desktop unter Programme. Hier nur ein kleines Problem. Bisher musstest du alle Computer neu eingeben, denn deine bisherigen Einstellungen wurden nicht automatisch übernommen. Seit kurzem gibt es allerdings dafür eine Lösung, denn du kannst jetzt deine alten Verbindungen per Knopfdruck importieren, und zwar im Menü Connections über Import from Microsoft Remote Desktop 8. Anschließend gibst du nur noch dein Anmeldepasswort ein. Fertig! Ob du auf die neuere Version umsteigen möchtest oder nicht, das musst du natürlich selbst entscheiden. Aber im Grunde kann man mit beiden Programmen das Gleiche, nämlich Windows fernsteuern. Falls du noch Fragen hast oder eine Idee für ein anderes Video, dann schreib mir bitte unten einen Kommentar. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!